Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 12. Januar 2018? Sonne befindet sich in der Kreiszeichen Steinbock. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist der Himmelskaiser und der Himmelskaiser bewegt sich gerade im Palast des Nordens, was die chinesischen Astrologen als schwarze Schildkröte nennen. Gegenüber vom Palast des Nordens befindet sich die Palast des Südens, was die chinesischen Astrologen als rote Vogel bezeichnen und in diesem Bereich bewegt sich unserem Planet Erde. In westlichen Astrologie sagen wir, unserem Planet Erde bewegt sich gerade in der Kreiszeichen Krebs. Mond hat eine abnehmende Mondphase und nähert sich zur Sonne, das wird auch bald Neumond sein. Heute befindet sich im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Skorpion und Tierkreiszeichen Schütze. Es ist der Übergang. Mond verlässt die Tierkreiszeichen Skorpion und übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist die Himmelskaiserin und die Himmelskaiserin bewegt sich gerade im Palast des Ostens, was die Chinesen als blaue Drache nennen. Mond bekommt einen Einfluss von Bungula. Bungula ist nichts anderes als Alpha Centauri, die hellste Stern in Tierkreiszeichen Schütze. Früher dachte man, oder so wurde das berechnet, das ist der Stern, wo von uns aus am nähersten liegt unserem Nachbarstern. 1915 haben sie aber entdeckt, dass im Tierkreiszeichen Schütze noch ein Stern gibt, Proxima Centauri. Das ist nicht so leuchtender Stern wie Bungula. Und diesem schwächeren Stern liegt näher zu uns und das ist unserem Nachbarstern Proxima Centauri. Interessant ist, was entdeckt wurde, dass diesem Stern auch Planeten hat. Bei diesem Sternen sind auch Sonnen. Und die Frage war immer, gibt da in diesem Sonnen auch Sonnensystemen, gibt es auch Planeten? Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass außer uns noch Leben gibt im Weltall. Und es wurde entdeckt, dass dieser Proxima Centauri, unserem Nachbarnstern, ja, hat Planeten. Aber wir sprechen nicht über diesen Stern, sondern kehren wir zurück zum Alpha Centauri, weil das ist bekannt auch wegen der Helligkeit. Man nennt diesen Stern entweder Bungula oder Toliman ist der zweite Name. Die chinesischen Astronomen saßen in diesem Stern die Südtor, Tor des Südens. Bei Hebräisch heißt diesem Stern vor und nach, Vergangenheit und Zukunft. Die arabischen Astronomen sagen, das ist ein Fuß, der Fuß der Kentauren, also wichtig ist, Schritte zu machen. Die Ägypter haben Bungula auch verehrt, weil sie haben beobachtet, dass nach Herbst Tag und Nacht gleich Bungula oder Alpha Centauri ist das erste Stern, was aufgeht, was schön hell leuchtet im Himmel. Und das ist der Einfluss. Mond nimmt diesen Einfluss auf und leuchtet uns weiter und dadurch beeinflusst unseren Tag. Die Aussage ist, Schritte machen. Etwas in Bewegung setzen, überlegen, was war in Vergangenheit, was kommt in Zukunft, orientieren. Mond bewegt sich relativ schnell im Vergleich zum Planeten
und bekommt nochmal einen Einfluss von Isidis. Diese Isidi steht in Verbindung mit Akrab. Diese beiden Sternen stehen ganz nah, Isidis und Akrab. Und die beiden haben eine Bedeutung, und so wurde das beschrieben, da liegen die verborgenen Dinge, was wir fühlen oder ahnen. Das ist der siebte Sinn, könnte ich vielleicht so beschreiben. Also sollen wir heute auch auf unseren Gefühlen verlassen. Das waren die Einflüsse von Sternbilder. Und jetzt schauen wir an, wie beeinflussen die Planeten unserem heutigen Tag, weil die sind auch in ständigen Bewegung, haben auch einen Einfluss auf unseren Tag. Es entsteht eine gewisse Spannung zwischen Venus, Sonne im Tierkreiszeichen Steinbock und Uranus im Tierkreiszeichen Widder. Und das bedeutet, dass wir ein großes Bedenken haben oder machen wir Gedanken über die Liebe. Bei Venus Einfluss kann auch bedeuten die Kunst, Kreativität und Selbstständigkeit und dann die Sonneneinfluss dazu, die Erfolg in die Öffentlichkeit zu sein. Also das sind die Thematik. Entweder Klarheit in die Liebe oder was die Kunst betrifft, Selbstständigkeit betrifft, erfolgreich zu sein. Die Uranus-Einfluss löst aus die Veränderungen, aber es entsteht eine gewisse Spannung. Die Spannung ist, wie soll ich das im Ausdruck bringen? Wie soll ich das vermitteln, so dass ich zu mir selbst stehe? Und wie soll ich das alles verändern oder mein Leben verändern? Das ist auch die Festhalten auf den gewohnten Dingen. Und auch die vertraute Umgebung. Es ist nicht einfach das Verlassen, die vertraute Umgebung. Und diese Veränderung entsteht gerade eine gewisse Hindernis. Entweder ist es schwierig, etwas zu verändern, in Selbstständigkeit oder in der Liebepartnerschaft, weil wir halten noch etwas fest, wo wir vertraut sind oder die vertraute Umgebung. Diese Verbindung wird noch einigen Tagen dauern und es wird auch spürbar sein. Und hier brauchen wir eine Lösung. Und die Lösung gibt die mittleren Werten. Und ich habe das berechnet, wo liegen die mittleren Werten, wo ein guter Rat ist, diese Hindernisse oder Blockaden zum Lösen. Die mittleren Werten liegt im Tierkreiszeichen Fischen. Und die Gute daran ist, dass nicht nur die Tierkreiszeichen Fischen wirkt hier, sondern Skat. Und dieser Stern, Skat, bedeutet übersetzt ein Wunsch. Und nicht nur dieser wunderbare Planet vermittelt die mittleren Werte des goldenen Mitte oder die goldenen mittlere Weg, sondern hier in diesem Energiepunkt ist auch die Glücks und daran liegt das Glück. Nochmal, Thema ist, etwas verändern in die Liebe, Partnerschaft, so, dass wir Gefühlen zeigen oder entgegenkommen, dabei aber uns selbst nicht verleugnen, sondern zu uns selbst stehen und die Beziehung in Ordnung zu bringen. Oder Thema wird sein, Klarheit und klare Entscheidungen treffen, was die Liebepartnerschaft betrifft. All das, was nicht funktioniert oder wo man gefangen fühlt, einfach trennen, loslassen und für einen Neuanfang. Vielleicht mit einem anderen Partner oder Partnerin. Das kann auch ein Thema sein. Wichtig ist die klare Entscheidungen und auch die Klarheit. Thema kann auch Kunst sein, Kunst erfolgreich sein im Kunst, im künstlerischen Bereich. Thema kann auch sein die Selbstständigkeit, das ist erfolgreich zu starten oder erfolgreich zu sein. Und bei vielen Menschen bedeutet das
gerade durch den Uranus-Einfluss eine Veränderung oder ein Umbruch oder ein Neuanfang. Und genau von diesem Neuanfang haben wir Angst, weil wir das noch nicht kennen, weil wir festhalten das, wo wir vertraut sind. Kann sein, dass das gar nicht gut ist, aber wir neigen dazu trotzdem festhalten. Angst vor Neubeginn, Angst vor Veränderungen, Angst, die vertraute Umgebung zu verlassen. Es sind diese Themen, wo liegt die Lösung in die Mitte, in diesem goldenen Schnittpunkt. Und das vermittelt die Tierkreiszeichen Fischen. Die Einfluss von außen stärkt auch dieses Glück durch den Glückspunkt und auch durch diesen Stern Skat. Und diesem Stern Skat heißt ein Wunsch. Also wir sollen zu unseren Wünschen stehen, weil daran liegt das Glück. Und was vermittelt als Lösung die Tierkreiszeichen Fischen? Im Vertrauen bleiben, daran zu glauben, nicht aufgeben, nicht versuchen, etwas zu erzwingen, sondern fließen lassen. Das ist die fließende Energie und daran liegt das Glück. Es begleitet uns die Thematik nicht nur heute, sondern noch einigen Tagen, also mindestens mal bis Neumond. Und das ist auch wichtig, mal zu erkennen, wo liegt die Lösung. Und jetzt schauen wir an, wie wirkt diese Energie auf die einzelnen Tierkreiszeichen. Dieser Veränderungsprozess und klare Entscheidungen und Klarheit bekommen, was die privaten Umfeld betrifft oder die Persönlichkeit betrifft, aber auch die Liebe betrifft, bei vielen Menschen vielleicht die Selbstständigkeit betrifft, was Eigenes zu machen und das im Ausdruck zu bringen, erfolgreich zu sein und da etwas zu verändern, das trifft natürlich direkt die Steinbockgeborenen. Zum Glück bekommen die Steinbockgeborenen sehr gute Einflüsse von außen und das ist der Jupiter-Mars-Einfluss, dass sie Mut haben, Kraft haben, all das auch zu bewältigen und bitte auf die goldenen Mitte achten. Und das ist die Fischenenergie, das im Vertrauen bleiben, daran glauben, nicht aufgeben, das kommt im Fluss. Also das sind wichtige Themen. Bei den Steinbockgeborenen ist auch die Liebe, Partnerschaft wichtig, wichtige Gespräche, auch die Wünsche, Sehnsüchte, das ist die Lilith-Energie, auch ernst nehmen, etwas in Form zu bringen und die Steinbockgeborenen ist es nicht nur heute dieser Energiefeld, sondern es wird auch ein Prozess sein. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen wird in den kommenden Tagen etwas leichter sein, weil sie werden von etwas begeistert zu sein. Und durch die Gespräche oder Termine oder durch einen Vertrag kommt auch etwas in Form. Was bei den Wassermanngeborenen auch wichtig ist, Stabilität in die Liebe, Partnerschaft. Oder die Partnerschaft gibt die Kraft, die Unterstützung, was die Wassermanngeborenen auch brauchen gerade, weil sie fühlen sich etwas kraftlos momentan. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist wichtig immer noch die Werten und die Finanzen. Es wird in den kommenden Tagen Einschränkungen sein, also nicht riskieren, nicht investieren, weil das geht gerade zum Verlust. Abwarten, geduldig sein, bis das wirklich in Form kommt und Gewinnchancen da sind. Also achten auf dem Geld, was man kauft. Wo gibt man Geld aus? Weil das kann passieren, dass es zu teuer ist oder die Fischengeborenen bereuen das auch. Also auf dem Geld achten, da sind momentan diese Einschränkungen da. Was wichtig wird, nicht nur heute, sondern in den kommenden Tagen bei den Fischengeborenen, das Selbstausdruck. Also sie haben das Bedürfnis, wahrgenommen zu werden. Heute sind auch Einschränkungen da und die Fischengeborenen haben das Gefühl, die werden jetzt übersehen. Aber dieser Zustand sind Momente im Leben, geht schnell vorbei und in den kommenden Tagen wird es auch besser sein.
Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben auch so diese Themen wie die Steinbockgeborenen. Das heißt, in die Liebe, Partnerschaft, Klarheit zu bekommen. Natürlich durch die Sonnenenergie spüren wir das alle. Also das kann ich allgemein behaupten. Aber mal direkt, intensiv fühlen sie so die Wiedergeborenen und die Steinbockgeborenen, diese Veränderungen, dieser Bedürfnis nach Klarheit, etwas verabschieden, kündigen, trennen, loslassen und dazu stehen, was man wünscht. Und die Frage ist, wie bewältige ich das alles? Es ist eine Herausforderung oder diese größere Veränderungen. Natürlich braucht man auch Kraft und Mut dazu. Und das sind die Themen, weil man das nicht traut oder hat man Angst von diesen Veränderungen. Und die goldenen Mitte liegt im Tierkreiszeichen Fischen, kann ich nochmal wiederholen. Das kommt alles im Fluss, wenn man im Vertrauen bleibt. Und das sind, das trifft natürlich die Wiedergeborenen, Umbrüche, Veränderungen. Es fehlt noch die Klarheit, es sind Hindernisse. Es kann auch die eigenen Gefühle liegen, dass man Angst davon hat, ob man das alles bewältigt ist. Man fühlt sich teilweise auch kraftlos oder überlegt man, wo, in welche Richtung setze ich meine Kraft ein. Also die Wiedergeborenen schleudern ein bisschen zur Zeit. Aber die Mondeinfluss erleichtert in die kommenden Tagen das alles, weil das ist ein gutes Gefühl und kommt etwas Neues, was dann doch die Wiedergeborenen begeistert. Wichtige Themen sind diese Veränderungen, Klarheit bekommen, etwas in Form zu bringen. Und wichtig ist auch die Finanzen und die Werten, das in Ordnung zu bringen. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen, sie brauchen Sicherheit, Stabilität und fühlen sich zurzeit unsicher. Aber sie werden gute Einflüsse bekommen von außen. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten, ein guter Rat oder Unterstützung. Und die liebe Partnerschaft unterstützt gerade auch die Stiergeborenen, weil da im Bereich, diesem Bereich haben gerade Glück. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben vieles umgesetzt und es war in die letzte Zeit auch zu viel alles. Sie fühlen sich überfordert momentan oder kraftlos. Was die brauchen, die Ruhe, die Zurückgezogenheit und die Familie und die eigenen Zuhause. Und das wird in die nächste Zeit auch die Lebensbereich sein, wo die Zwillingsgeborenen wieder die Kraft und die Ruhe finden. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtige Thema, die Liebe und die Partnerschaft. Und es kommt auch in Ordnung. Aber auch wichtig zum Erkennen, dass hier spiegelt das Leben etwas. Und in diesem Spiegel sollen die Krebsgeborenen schauen. Die Spiegel ist altes Loslassen, trennen, was da stört. Und die Gefühle wahrnehmen. Die Liebe, die Chancen in die Liebe auch wahrnehmen und nicht nur warten, sondern auf anderen zugehen, die Kontakt suchen, die Verbindung suchen, die Gespräche suchen. Und so kommt das alles im Form. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben immer noch die karmischen Themen. In den kommenden Tagen wird es schön und leicht sein, kommen Veränderungen, kommt etwas in Bewegung. Das begeistert auch die Löwengeborenen, diese Art von Veränderungen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen werden Einschränkungen sein in die kommenden Tagen. Entweder fühlen sie sich unsicher oder nervös oder sie haben das Gefühl, es bewegt sich nichts voran. Das sind Stimmungen und diese Stimmungen wird beeinflussen die Jungfraugeborenen. Was aber sehr gut ist, die Gespräche oder die Termine oder ein Nachkrieg und die liebe Partnerschaft auch. Also diese Unsicherheit, diese Einschränkungen kann sein, dass das eigenen Gefühlen hervorruft, aber die Einflüsse von außen, was zurückkommt, was die erleben, ein guter Nachkrieg oder Chancen in die Liebe, Partnerschaft, das wird wunderbar sein, sehr schön. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen begeistert etwas. Hier gibt's auch Neuanfang, Neubeginn. Die Gespräche kann ein Hindernis sein, weil sie fühlen sich missverstanden
oder hört niemand zu. Kann auch bedeuten, dass die Wagengeborenen warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Also da liegen die Einschränkungen, aber kommt trotzdem Einflüsse, was die Veränderungen und die Begeisterung und den Neuanfang betrifft. Und es wirkt sehr gut bei die Wagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborene haben Kraft und Mut und Chancen und Möglichkeiten. Und das begeistert auch die Skorpiongeborenen. Sie haben wirklich Glück gerade. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten. In die Liebe, Partnerschaft haben sie Glück. Auf einer Reise haben sie Glück. Beruflich haben sie Glück. Bekommen sie Anerkennung und Lob. Und Glücksfall kann auch passieren, etwas gewinnen oder unerwartete Ereignisse oder ein Geschenk. Also sehr, sehr schöne Energie erleben gerade die Skorpiongeborenen. Bei Schützengeborenen ist es ein Aufstieg, bewegt sich auch in die Tagen einiges und das können sie umsetzen im beruflichen Umfeld. Nicht nur da kommt die Energie, sondern sie werden auch in die Liebe, Partnerschaft, die Stabilität finden und diese Bedürfnis haben gerade die Schützengeborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Diese Tagesenergie beeinflusst unserem Leben, aber unserem Schicksal haben wir selbst im Hand. Dazu haben wir einen Bauplan. Und das ist unserem Geburtshoroskop. Da können wir orientieren, weil das ist ideale Lebensweg, Schicksalsweg und können wir die Einflüsse immer einordnen und das in dieser täglichen Tagesenergie oder dieser Tageshoroskop, was unserem Leben auch beeinflusst. Wir müssen nicht immer nach diesem Horoskop uns richten oder abhängig sein von Astrologie, reicht auch aus, wenn wir auf unserem inneren Stimme vertrauen, weil unserem inneren Stimme kennt das auch und es ist die beste Ratgeber. Was noch wichtig ist, das ist auch ein Wissen. Das ist unserem Energiefeld. Immer daran achten, dass unserem Energiefeld stimmig ist, weil das, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an. Und so formen wir unserem Schicksal und so haben wir das selbst im Hand. Und dieses Energiefeld kommt von uns selbst, von unserem Denken und von unserem Fühlen. Andere Menschen haben das auch, die Räumlichkeiten haben auch, die Orten haben auch, die Tiere, Pflanzen haben auch bestimmte Energiefeld. Und dazu kommt noch die kosmische Energie. Das klingt so chaotisch ein bisschen, aber wir können das in Ordnung bringen, wenn wir das harmonisieren. Und das beginnt immer an uns selbst. Und das, was wir ausstrahlen, ziehen wir an. Dann haben wir angenehme Begegnungen, sympathische Menschen, wunderbare Orte. Und wir können auch Glück haben, beruflich oder finanziell. Und das ziehen wir auch an. Das ist die Anziehungskraft. Das ist auch ein kosmisches Gesetz. Was auch wichtig ist, die Räumlichkeiten. Weil das wird unterschätzt. Die Räumlichkeiten haben ein gewisses Energiefeld. Wenn wir kurz in einem Raum sind, bei Einkaufen, das beeinflusst nicht unserem Leben oder unserem eigenen Energiefeld. Aber wenn wir dort arbeiten, einigen Stunden, jeden Tag oder die Lebensraum, unsere Wohnung, Haus, das natürlich wirkt auch und das zu bereinigen ist auch, kann hilfreich sein. Und gerade bei Entscheidungen, so wie die heutigen Energie auch ist, damit wir Klarheit bekommen, welche Entscheidungen wir treffen, empfehle ich einen Duft und das ist der Duft der Jasmin und das hilft Klarheit zu bekommen, Entscheidungen, klare Entscheidungen zu treffen und bei Räumlichkeiten reinigt es auch. Ich habe noch viele andere Düfte auch, das ist der Duft der Jasmin. Und all das, diese Produkte, befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein und immer im richtigen Energie bleiben. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist
Dendera, Susanna, Medici.